Und wieder moin moin, herzlich willkommen liebe Leute, neue Runde LS22, nordfriesische Marsch, vierfach Version 2.1, Produktionspack 1.9. Ja, ne, wer es noch nicht hat, lohnt sich runterzuladen, alles findet ihr auf der Homepage. Vielen Dank natürlich da für euren Support und weiterhin viele, viele schöne Spielstunden auf der NF Marsch. Ich habe aktuell, komm, wer will, 203 Stunden und deswegen weiß man auch, warum ich noch nicht ganz so weit bin. Vielleicht waren meine Investitionen nicht die besten. Am Anfang gab es ja auch einige Produktionen, die noch ein bisschen overpowered waren, einige Wochen lang, weil dann war Urlaub und so weiter und so fort. Und einige haben es natürlich ausgenutzt und sind damit reich geworden. Das ist nicht mehr so leicht möglich hier auf der NF Marsch. Da muss man sich jetzt ein bisschen mehr anstrengen. Wir sind im Februar. Wir müssen leider noch Kredit tilgen. 50% haben wir gesagt, weil sonst durften wir diese vier Obstplantagen nicht auf Pump kriegen, weil die sind ja komplett finanziert. Und dann habe ich gesagt, komm, eine Zeit lang tilgen wir mal dann 50% unserer Monatsumsätze aus Produktionen. Im Januar war es nicht viel, also wir müssen 80.000 tilgen. Das sollte gerade noch finanziell machbar sein. Ich muss nur wieder aufpassen, dass wir hier nicht irgendwas Komisches machen. Ich muss runter auf 2,9. Und 80.000 habe ich gesagt, ne? Also 296 und den weg und dann Enter und speichern und dann dürfen es 80.000 sein. Passt, richtig gerechnet, hervorragend. Läuft. Moment, Siliermittel. Das sind alles noch zwei Tage. Alles überhaupt gar kein Stress, ne? Alles überhaupt entspannt. Auch mal schön. Wie ruhig das früher ist. Im Chat wird noch ein bisschen drüber diskutiert. Muss man jetzt oder muss man nicht? Sensortechnik beim Kalken und so weiter und so fort. Wurde gerade eben vermutet, dass vielleicht die Pappeln nicht optimal gedüngt sind. Wir haben jetzt eine Nacht rum. Wir können das gleich nochmal testen und ihn einfach nochmal rüber schicken. Er hat ja sowieso die perfekte Einstellung. Und wenn er nochmal ein bisschen was braucht von dem Dünger, dann wissen wir, okay, doch, da war noch Bedarf. Nächstes Mal besser bei komplett schönem Tageslicht den Düngerstreuer losschicken. Zeit lasse ich auf mal 10 laufen. Vielleicht können wir noch mal in die Aufträge reingucken. Da ist nichts Neues drin. Was war mit dem Schnäppchenmarkt? Habe ich auch lange nicht mehr geguckt. Der gefällt mir schon. Aber alles andere bräuchte ich jetzt, sehe ich jetzt nicht als notwendig an. Nein. Kein Bedarf. Gut, erster Wegpunkt F11, das hat, haben wir noch alles, ne? Mal schauen, ob er noch ein ganz bisschen was nachdüngt, damit wir die Pappeln nachher auf perfekt haben. Mal schauen. Februar 1, 550.000 haben wir noch, aber wir haben im Januar praktisch aus palettenmäßig nichts verkauft. Also da sammelt sich gerade richtig schön was an. Für dicke fette Umsätze. Aber wir haben ja auch schon die nächsten Investitionen vor Augen. Also brauchen wir jetzt auch keine Luftsprünge machen. Das ist also ein anderes Feld sonst. Ah ja, 10.000 hat er drin, er ist auf Automatik eingestellt, also er wird, wenn, wird er ja was noch verbrauchen oder auch nicht, ne? Sollen wir so ein bisschen mir einen kurzen Überblick verschaffen wegen den Produktionen, Leute. Wir gucken mal, die Biogasanlage hat noch 1 Million Silage. Wir könnten da mal ein bisschen Zuckerrübenschnitzel aus der Zuckerfabrik holen, oder? Wie viel ist da mittlerweile? Ja, eine volle Anhängerladung würde jetzt für 10 Stunden Produktionszeit reichen. Oder 20? Mehr 20 sogar. 4.000 brauchen wir pro Ingame-Stunde. Würden wir 3.000 Strom produzieren und das geht ja aktuell alles in den Direktverkauf. Das ist halt dann auch überwiegender Umsatz gewesen aus dem Monat davor, ne? Also ich glaube, er hat schon optimal gedüngt überall. Vielleicht hat er ein paar kleine Stellen übersehen, das gucken wir dann. So, wir sind noch nicht fertig. Ja, das andere haben wir eh nicht. Die Düngerherstellung, liebe Leute.
Priorität 10. Die kann mal irgendwann wieder Strom kriegen. Der Rest hier, Kompost ist noch ein bisschen was am Start. Gar nicht so schlecht. Mineraldünger. Ja, Flüssigdünger, wir hatten mal, aber wir mussten jetzt erstmal Mineraldünger herstellen. Weil wir Flüssigdünger halt nicht, war für den Verkauf gedacht, aber ja, wie gesagt, da braucht man die anderen Zweige. Das ist, wie ich schon mehrmals gesagt habe, wir brauchen Mist von Kühen und wir brauchen Gülle. Der Rest, da hätten wir. Der Fermenter braucht bald Siliermittel, haben wir oben schon als Warnung gesehen, aber hält halt noch. Ne? Liegt daran, dass wir Gras auch auf der teuren Schiene fahren lassen. Aber 736.000, hier haben wir 1 Million, also silagemäßig sind wir sehr, sehr gut davor. Ne? Können wir auch theoretisch Verladung verkaufen. Alle Mods sind erstmal verlinkt auf meiner Homepage. Better Contracts ist das. Alles auf meiner Homepage. Gerne auf die Homepage verweisen. Zum Download. So, dann. Fermenter haben wir gecheckt. Also wie gesagt, Silage. Wenn wir jetzt dringend Geld bräuchten, könnten wir ohne Probleme 300.000, 400.000 Liter Silage verkaufen. Wir kommen nicht in Probleme, ne? Aber falls wir bei Tiere haben, Kühe, bräuchten wir wahrscheinlich auch ein bisschen was davon. Der Fischer. Ja, 44.000, 43.000 Krabbenhummer. Ja, ne, ist nicht so viel. Holzfäller ist sowieso klar, da brauchen wir nichts. Die arbeiten vor sich hin und brauchen bald einen Schwung teuren Diesel. Okay, der Komposter. Das ist eine gemütliche Produktion, wollte irgendwann wieder Stroh haben, haben wir auch schon gesehen. Ansonsten auch alles. Alles nicht schlimm. Alles nicht dramatisch hier. Obstpaletten. Hatte ich gesagt, wollen wir noch ein bisschen durchziehen oder wie war das? Bis April oder? War Obst im April? Genau. Bis April haben wir ein bisschen bessere Preise. Gut, Kirschen werden auch im März schon gut, aber alles andere ist so Richtung April. Dann kommt es nachher nur noch drauf an, wo soll das hin? Behalten wir, ist ja kein Problem. Das Sägewerk fühlt sich gut. Wetter, Leerpalette, OSB, Spanplatte. Das können wir jetzt eigentlich verkaufen, weil ich glaube, da haben wir jetzt nicht wieder so diese großen Schwankungen drin Richtung Sommer. Dass man das jetzt unbedingt noch aufbewahren muss, oder? Also das ist eh alles im Mini-Bereich. Ich meine, hier ist jetzt natürlich im Februar tatsächlich gerade der schlechteste Preis. Auch da wird es erst im April wieder besser. Karton. Papier. Klopapier lieber im Sommer. Aber das sind halt, das schwankt hier um 20, 30. Das schwankt hier nicht um 1000. Ne? Das sieht zwar immer dramatisch aus, diese Chart hier, aber teilweise sind das wirklich nur, wir sprechen über eine Range, also in einem Bereich von irgendwie 40 Unterschied. Dann auch egal, ne? Melasse und Zucker. Zucker ist weiter oben. Ja, es sind 100 Unterschied. Das sind 500 pro Palette. Das ist schon ein bisschen mehr. Auch im April, eigentlich dann im Juni. Aber wir können nachher eh nicht drauf warten. Wir sind auch noch nicht ganz so in dieser Lage zu sagen, wir spielen da hin und her und lassen uns teilweise ewig Zeit. So weit sind wir dann auch nicht. Schönen Abend und danke fürs Reinschalten. Jo. Viel Spaß. Danke fürs Reinschalten. Schönen Abend noch. Sorry, bin neu dabei. Gar kein Problem. Alles gut. Fragen kosten nichts. Hier wird auch meistens geholfen. Ja. Auf das Feld. Hat, glaube ich, Sorghum vielleicht gedacht. Das Ding ist, wenn ich eine Malzproduktion baue, ist es ja schön und gut. Wir können Malz produzieren für unser Bier, Gar kein Problem. Aber wie realistisch ist das, dass alles andere noch hinterherkommt? Weil nur Malz zu produzieren und Malz zu haben und es nicht verkaufen zu können, weil wir es noch weiterverarbeiten müssen, das ist eine Menge Kapital, was dann erstmal investiert werden will, ne?
wollte ihn eigentlich nur schnell zu Zellstoff einmal hier ein, zweimal Wasser laden und gut. Ansonsten lasse ich die Geschwindigkeit erstmal so weiterlaufen. Ich glaube, dass wir jetzt auch im Februar dann nicht groß was verkaufen. Können wir es einfach noch einen Monat durchziehen weiter. Und dann haben wir aber im März wirklich dickes Geld. Und dann kommen wir locker auf 1,5 bis 2 Millionen auf dem Konto. Na gut, 50% davon wieder weg, aber trotzdem bleibt ein ganzer Schwung übrig. Guten Abend noch, danke auch. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Also Stück für Stück wird man halt noch mal schauen, dass man ein paar Produktionen noch ein bisschen mehr mit animierten Füllstandspaletten anzeigen. Bestückt ist ja auch immer ganz schön, wenn die Firma vorbeifährt und man sieht nachher volle Lager, weil viel produziert worden ist. Ganz immer ein bisschen mit Bedacht, weil Performance ist ja auch immer so eine Geschichte. Da erinnert man sich immer noch an dieses volle Sägewerk aus dem 19er, wenn da nachher die ganzen Lager voll waren im Output, also im Produkt. Nebenan auch die Palettenproduktion auch voll war, also das waren dann schon Performance. Besser. Ja, müsste gesenkt sein. Ich glaube so 1,70, 1,80. Ich glaube 1,70, was auch immer, kostet Diesel jetzt. Günstig ist immer noch nicht. Aber günstiger als vorher auf jeden Fall. So, der hier, unser Kurzbeihelfer ist fertig und hat nicht einen Liter Dünger verbraucht. Also er hat optimal gedüngt, selbst bei Nacht mit Spiegelsensoren. Bei Pappeln. Wieso, weshalb auch immer, das, ne, entzieht sich meiner Kenntnis. So, 10 und 9. Ich glaube, das ist aber Gras und Gras braucht ja nicht mehr, ne? Die Marmeladenfabrik. Die jetzt unbedingt daran schuld war, das sei mal dahingestellt. Hat nachher das Fass zum Überlaufen gebracht dann wahrscheinlich. Ich glaube, also die wollen ja auch in der, also Gras will ja pauschal nicht mehr Dünger haben, ne? Also es ist also 10, 9, das passt so, 4, 5 auch sowieso, auch Gras, 6 auch. 7 wird ja irgendwas angepflanzt und damit auch und 9 und 10 ja auch und 12 und sowieso, da haben wir noch viel, viel vor im Frühjahr. Und zwar ab wann? Ab März schon. Also Zuckerrüben können wir im März tatsächlich schon einpflanzen. Sollten wir dann auch im nächsten Monat schon machen. Sollten auf Feld 12. Sorghumhirse kann erst später und Hopfen hatten wir auch gesagt, kann eigentlich auch erst später. Naja. Machen wir, kein Problem. Ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur den Helfer losgeschickt. Macht der Helfer das nicht automatisch? Muss ich nochmal wieder rüberfahren? Ich weiß, dass der Spiegelsensor eigentlich nur bei Tageslicht funktioniert. Deswegen weiß ich nicht, ob vielleicht hat er jetzt aber auch. Dann müsste er doch jetzt aber erkennen, dass überdüngt ist, oder? Vielleicht hat er ja zu viel Dünger ausgegeben, hier ausgebracht bei den Pappeln. Ich weiß es doch auch nicht. Also es ist doch hier Ziel erreicht, die Zielfahne ist da. Es ist egal, ob ich den anschalte oder abschalte. Pflanzensensor anschalten. Alt und B. Naja, deswegen. Ich könnte jetzt Pflanzensensor abschalten da oben, ne? Aber es hat keinen Einfluss. Egal, ich gehe davon aus, die pappeln, das passt schon so. Schön grün. Ich mag es, wenn es grün ist.
Schöner, als wenn es so orange-rot ist, wieder drüben auf den Grasfeldern. Das kommt mir immer so vor, als wenn das irgendwie zu wenig wäre. Aber ist nicht so. Was schon. Der Helfer schaltet automatisch ein, okay. Ja, also ich sag ja, ist doch mal so. Das ist gut so. Ist gut, wie es ist. Sag ich in unserem Baumbestand, was passiert im Februar? Ich glaube nicht, ne? Also hier auf der anderen Seite, wie gesagt, noch eine Halle platzieren. Das glaube ich ganz gut. Und dahinter den Kuhstall. Also ich stelle mir das schön vor. Und das andere nochmal danke. Vorhin wurde im Chat nochmal geschrieben. Also das mit den Tieren auf Deichen könnte im LS22 mittlerweile funktionieren. Wäre echt immer interessant. So eine Art Deichschäferei platzieren könnte. Man braucht natürlich irgendwo einen schönen Platz. Aber dann könnte man wirklich einen ziemlich langgezogenen Bereich machen, wo Schafe laufen. Jetzt nicht nur einfach hier über 10 Meter, sondern wirklich irgendwo... Jetzt einfach nur mal als Beispiel, ne? Hier eine Schäferei irgendwo platzieren, wo man braucht ja Fläche logischerweise auch für die Fütterungsträger und so, ist ganz klar. Aber den Laufbereich der Tiere, dass man den relativ leicht lang über den Deich laufen lässt und somit dann schön irgendwo Schafe am Deich laufen hat. Also würde ich schön finden. Ja, vielleicht sollte man lieber einmal im Kreis fahren. Eine Ladung Wasser passt noch. Ja, das verwirrt, ne? Ich sage ja auch, das verwirrt. Denkt immer, das ist nicht genug, weil so orange-rot, aber es ist doch genug, weil mehr braucht das nun mal nicht. Ja. Wenn wir butschern, okay, kenne ich nicht. Aber danke für die Info. Ja, das sind dann fest verbaute Tierställe wahrscheinlich, ne? Fest verbaute Tierställe wird nur über Änderung der Placeables funktionieren. Also ne, würde nicht in bestehende Safe Games integriert werden können, automatisiert. Da muss ich mal angucken, danke für den Tipp auf jeden Fall. Schau ich mir mal auf. Das ganze Abwasser, ein Klärwerk kriege ich ja auch nicht so schnell, ne? Vielleicht soll ich das ganze Abwasser mal verkaufen. Keine Ahnung, wie viel das bringt. Das sind auch nur ein paar Euros, ne? Aber ich habe meine Schafe fällt 74 auf dem Deich. Leider wegen der Wasser. Plane Lücken auf der Zaun. Schafstall habe ich von Alex freilaufenden Schafen. Im Bereich, wo sie laufen, dann auch noch verschont. Verschoben, oder? Das ist mir auch aufgefallen, Markus. NATO IP. Ich weiß nicht genau, habe da nicht so richtig drauf geachtet. Warum da jetzt das Muschelsymbol unbedingt bei dem zweiten Produktionszweig drin ist, wahrscheinlich am Fill-Type, aber ist nicht so schlimm. Flüssigkeitenlager ist auf jeden Fall ein bisschen schneller geworden. Ja, schöner, okay. Ja, schön, dass das möglich ist tatsächlich, dass ein Schaf jetzt auch nicht nur eine Ebene brauchen zum Laufen, sondern dass man sie eigentlich über die Deiche definieren kann. Dann ist es natürlich schon auch schöner, wenn es fest integrierte Schafställe auf der Karte laufbar gibt, die halt am Deich sind. Wie gesagt, wird nur mit Placeable Safe Game Änderung nachher integrierbar sein. Weil man muss ja Landfläche dafür definieren, die Landfläche muss kaufbar sein und muss dann mit dem Schafstall verknüpft werden irgendwie. Oder man baut eben einfach nur ein platzierbares Objekt, was man, egal was man will, irgendwo neben dem Deich platzieren kann, wo die Schafe dann aber auf dem Deich rumlaufen. Ne? Was automatisch, ja.
sich ein bisschen anpassen. Aber ich weiß es noch nicht. Das sind auch Sachen, das macht man nicht so Fingerschnipp, zack, fertig. Ne? Das leider nicht. Sind immer viele schöne Ideen, aber ihr wisst es. Brauche ja nicht wieder Mimimi machen. Aber Zeit ist ist einfach der komplett beschränkende Faktor, was das alles angeht. Ach so, bin ich im Träger. Wieder nicht auf. Der Deckel war wieder, ne? Okay, danke für die Info. Das stimmt. Hätte ich nicht gewusst, wie die Anfrage herkommt mit den Zäunen. Und mit Zäunen haben auch mehrere angefragt. Weil es ja bei den Wasserplanen leider immer das Problem ist. Und LS das ja scheinbar nicht pauschal irgendwie löst, dass wenn eine Wasserplane da ist, einfach die Zaunkollision nicht gestört wird. Ne? Weil eigentlich sollte ich, auch wenn ich möchte, Zäune im Wasser platzieren können, aber das lässt das Spiel leider nicht zu. Deswegen immer diese nervige Geschichte, dass man Zäune oder auch die Weinreben und so weiter nicht da platzieren kann, wo da unter eine Main, also eine Wasserplane ist, die eben auch eine Wasserplane ist. Also im Zweifel auch bewirkt, dass man tanken, also dass man Anhänger auffüllen kann im Wasser oder dass man versinkt, wenn der Graben zu tief ist. Gut, aber bevor wir über die Zeit kommen, liebe Leute, nochmal eine Pause. Ne? Also, vielen Dank fürs Reinschalten, bis zur nächsten Folge. Und dann bis dann und tschüss.